Das 1:0 für Argentinien. Mit einem Chipball. Die Vorbereitung von Angel Di Maria deutet Manuel Neuer es auch an. Und dann löst sich hier war kein Abseits, war gleiche Höhe. Löst sich Agüero und erzielt das 1:0 für die Gäste. Kun Agüero, der seit fast einem Jahr nicht mehr getroffen hat für die argentinische Elf, bringt die Südamerikaner in Führung. 21. Minute. Eine ganz starke Flanke von Di Maria. Und da muss man weniger die Abwehr kritisieren, vielmehr die Qualität dieses Tors hervorheben. Abgesehen davon nur, dass Di Maria es braucht Lösungen auf der linken Abwehrseite. Durm verliert den Zweikampf im Mittelfeld, fehlt dann hinten. Di Maria kann wieder ungestört flanken und Lamela ungestört abschließen. Sehr stark gespielt. Ohne Messi spielt Argentinien zeitweise Zauberfußball. Ja, Joachim Löw, wenn man die Lippenbewegungen nachvollzieht, sprach Agüero, der eine ganz enttäuschende WM gespielt ist, aber jetzt gerade vielleicht zum falschen Zeitpunkt für Argentinien in Topform ist. Di Maria. Und das ist das 3:0. Joachim Löw wirkt jetzt regelrecht geschockt. Und da ist natürlich Weidenfeller, der noch kalt war, absolut beteiligt. Wieder vorbereitet von Di Maria und Fernandes, der Innenverteidiger, springt höher als Ginter, 0:3. Weidenfeller war noch gar nicht richtig im Spiel. Hat sich offenbar auch noch ein bisschen wehgetan da am Torpfosten. Und der beste Mann Argentiniens erzielt das 4:0. Es deutet sich ein Debakel an. Ob es nur eine Spaßveranstaltung sein sollte, ein Aufgalopp nach dem Turnier, aber so ein Ergebnis ist natürlich auch bitter, selbst in einem Freundschaftsspiel. Höwedes wirft sich noch dazwischen und kann das 0:4 nicht verhindern. Erstauntes Schweigen im weiten Rund in Düsseldorf. Pfiffe, nein, das macht man nicht mit einem Weltmeister, aber schon konsterniert hier die Fans in Düsseldorf. Marco Reus. Argentinische Mannschaft, wie rund erneuert wirkt, das muss man auch noch sagen, im Vergleich zur Weltmeisterschaft. Und die Möglichkeit von Schürrle und der Ball prallt ab und wieder Schürrle. 4:1. Da ist keiner richtig dazwischen gegangen. Schürrle schießt den Torwart an und dann im Nachschuss
der erste Treffer für die deutsche Elf durch André Schürrle. Hat eine prima Bilanz in der Nationalmannschaft. 40 Länderspiele, 17 Tore. Wenn man bedenkt, dass er meistens nur als Einwechselspieler eingesetzt wird. Schürrle Tabellenführer in England übrigens mit Chelsea. Nach 3 Spieltagen. Und da stand Inter bereit. Aber der neue Mann in der angriffischen Deckung, Campagnaro, war schneller. Podolski und Götze 2:4. Die Aufholjagd geht weiter. Der Ball, glaube ich, noch abgefälscht von Fernandes. Das ist Podolski. Ja, hier. Auf Höhe der 5-Meter-Linie. Trifft Götze Fernandes und dadurch ist der Ball unhaltbar für Romero. Der Finaltorschütze. Thank you.